Seit dem 17. März darf die Galerie hinter dem Rathaus in Wismar zu ihren herkömmlichen Öffnungszeiten den Verkehr für Künstler und Besucher nach vorheriger Anmeldung wieder öffnen. Aktuell sind verschiedene Bilder aus der aktuellen Ausstellung 30 Jahre, 30 Handschriften zu bewundern. Zusätzlich stellt die Galerie Schmuckstücke und Skulpturen von Künstlern aus Mecklenburg-Vorpommern aus. Susanne Tonn, Galeristin in der Galerie hinter dem Rathaus, freut sich auf den Besucher- und Künstlerverkehr. Wir freuen uns sehr, dass wir seit dem 17.03. wieder geöffnet haben für die normalen Künstler und Gäste, je nachdem, wer kommen möchte. Und unsere Öffnungszeiten sind so wie gehabt, von Mittwoch bis Sonnabend, von 11 bis 17 Uhr. Viele haben sich auch gefreut, dass wir uns die Mühe gemacht haben, die Ausstellung im Schaufenster sichtbar zu machen. Und ja, wir hoffen, dass noch ein paar Gäste kommen. Ab dem 25. März zeigt die Künstlerin Bernadette Maria Rulf aus Mecklenburg-Vorpommern ihre Ausstellung Malerei und Skulptur in der Galerie. Das Team der Galerie hinter dem Rathaus freut sich auf kunstbegeisterte Besucher.